Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Thalassa, Edge of the Abyss, erreicht Taucher Cam über Umwege und Ungereimtheiten im Frachtraum schließlich die Brücke des Wracks. Und auch der andere Taucher tritt wieder auf den Plan. Los geht's! Wir sind zurück hier in der oberen Messe und ich habe jetzt über eine Woche das Spiel nicht gespielt. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt Dinge nicht mehr so im Kurzzeitgedächtnis habe, wie das in den letzten Episoden der Fall war, die ich mehr oder weniger alle nacheinander weggespielt habe. Hier fällt mir auf, dass da was leuchtet. Das ist neu. Moment, visualisieren. Achso, das war Aufruhr der Messe. Das haben wir schon gesehen. Okay, gut. Also, hier haben wir jetzt den Punkt, dass wir ja wissen, dass das Heroinfläschchen und das zugehörige Rezept vom Schiffsarzt an Kapitän Hans ausgestellt worden war. Dass er also das konsumiert hat. Deswegen haben wir hier in der Nähe ja auch das Heroinfläschchen gefunden. Das war ja da unten. Und jetzt können wir hier irgendwas visualisieren. Nee, ach, Schublade. Was ist denn hier? Schublade? Was ist denn da drin? Das ist neu. Was ist denn das? Charis. Warte mal, das war die Mutter von... Das ist doch die Mutter von Alex. Charis ist die Mutter von Alex. Und dieses Medaillon, diesen Anhänger, diese Kette, haben wir in Alex Kabine gefunden, als die Thalassa noch kein U-Boot war. Jetzt liegt das Ding hier. Als hätte es sich Hans aus Alex Kabine genommen, hier verträumt angeguckt und dann hier in die Schublade getan, als irgendwas passierte. Tja, vielleicht kannten Hans und Charis sich ja. In all else, why would he pilfer this? Ja, genau. Richtig. Und das wiederum könnte darauf hinauslaufen, dass Charis und Hans eine Beziehung hatten und Alex vielleicht irgendwie mit ihm verwandt ist. Aber hier. Moment, visualisieren. Mit Hans stimmt was nicht. Hatten wir das schon? Na, wie auch immer. Ach ja, da hat er das in die Schublade getan. Did you want something else, Captain? A what? Oh, no. No, thank you. In den Kommentaren wurde geschrieben, dass wenn man Heroin konsumiert, dass man dann an Appetitlosigkeit leidet. Das passt auch zu Hans' Symptomlage. Naja, ich spekuliere jetzt mal ins Blaue hinein. Hans ist ja jemand, der sich sehr darum sorgt, dass es seiner Crew gut geht. Und für den Fall, dass tatsächlich da irgendeine familiäre Beziehung oder eine emotionale Beziehung zu Alex bestand, also emotional nicht im Sinne von romantisch, sondern im Sinne von, hey, das ist die Tochter meiner Freundin oder meiner Angebeteten, meiner Liebsten, die nicht mehr lebt und deswegen habe ich irgendwie so einen Beschützerinstinkt auch in Richtung der Tochter, auch wenn es nicht meine eigene ist, also so in die Richtung gedacht. Wenn so etwas bei ihm vorgelegen hätte, dann hätte ihn natürlich ihr Tod unter seinem Kommando noch viel mehr mitgenommen. Und es würde auch sehr gut die Rage erklären, wenn er herausbekommt, dass Erik ein Verhältnis mit Isabel hat und deswegen seine Untersuchung auf Isabels Verursachung des Kranunfalls natürlich dann höchstwahrscheinlich nicht unvoreingenommen sein wird. Ne? Das kann man dann sehr gut nachvollziehen. Ansonsten sollen sie doch machen, was sie wollen. Das kann ihm doch eigentlich egal sein. Also gut, gucken wir mal auf die Karte. Ja, das mit dem Medaillon war das, was wir finden sollten. So. Jetzt haben wir ja den berühmt-berüchtigten Bolzenschneider seit der letzten Episode und mit selbigem können wir Bolzen schneiden. Und das tun wir wieder am Bug des Schiffes. Da seht ihr ja hier so eine Stelle. Da werde ich jetzt mal Cam hinführen. Also hier wieder runter, dann hier durch Isabels Büro durch die Haupthalle. Dann
und hier durchs Krankenzimmer und dann sind wir da und hier irgendwie kann man da was durchknipsen. Und wenn wir dort sind, geht's für euch im Video weiter. Hier im Frachtraum, diese Stelle mit dieser Kiste und den Ketten. Das war's. Das können wir jetzt lösen. Und uns die andere Hälfte des Frachtraums anschauen. So, wumm. Was fällt hier auf? Das ist bestimmt jetzt wieder ein interessanter... Hä? Okay, der Bereich ist überhaupt nicht interessant. Wir können hier gar nichts finden. Auch nicht hier oben. Na gut, vielleicht können wir später was finden. Was ist denn das für ein Ding? Taucherglocke. Umhergeschleuderte Fracht. Ja. Können wir ein Rätsel lösen? Können wir. Das hat aber was mit Hans zu tun. Hans nahm Medikamente. Kadri machte sich Sorgen. Was war mit ihm los? Also der Hinweis darauf, was Hans belastet, ist Alex' Halskette. Also die Halskette von Alex' Mutter vielmehr. Und sein seltsames Verhalten? Das könnte ja Wutausbruch sein. Nehmen wir mal einen Wutausbruch. In ihrer Kabine. Ist es das? Ja. Es gibt eine Verbindung zu Alex. Hans verhielt sich seltsam. Es hatte irgendwas mit Alex zu tun. Ja, hatte es. Also. Hat irgendwas mit Alex zu tun. Ja. So, die Fracht wurde umhergeschleudert, weil sie auch nicht festgegurtet war. Das haben wir schon im anderen Teil des Frachtraums gesehen. Wieso ist hier eigentlich so viel Schmodder des Seebodens drin? Hat sich der Meeresboden hier durchgedrückt? Oder wie kommen diese Felsen hier rein? Weil da oben ist ja alles zu. Wie soll denn so ein großer Felsen hier reinkommen, ohne ein entsprechend großes Loch zu hinterlassen? Komisch. Oh, was? Abgedichtetes Loch? Hier war ein Loch im Schiffsrumpf. Schaden am Rumpf 1. Im Frachtraum war eine Öffnung abgedichtet worden. Was war hier passiert? Zugrunde liegende Ursache. Wir können das schon lösen. Also, Moment, wenn wir mal hier hingehen. Wir haben hier, die Gurte sind nicht festgezurrt und wir haben die, warte mal, und die umhergeschleuderte Fracht. Das sind die beiden greifbaren Tatsachen, die dazu führten. Und die zugrunde liegende Ursache... Vielleicht, weil die Sturmfront plötzlich kam, keiner Zeit hatte, die Fracht festzuzurren. Aber muss Fracht nicht ohnehin immer gesichert sein? Das kann mir doch keiner erzählen, dass bei einem Schiff die Fracht lose rumliegt. Und erst wenn man weiß, dass der Seegang schwer wird, dann muss man die ganze Fracht sichern. Das ist doch Quatsch, die ist doch immer gesichert. Außer die wenigen Teile der Fracht, an die man vielleicht gerade ran muss. Aber das sind dann welche, die kann man dann wirklich noch wieder sichern, wenn man weiß, da kommt was. Ist das richtig? Ja.
Nicht gesicherte Fracht hat den Rumpf beschädigt. Was folgern wir daraus? Unter Deck herrschte Chaos, weil während des Sturms ungesicherte Fracht herumgeschleudert wurde. Das Loch war abgetätigt worden. Warum war die Fracht nicht gesichert? Das ist genau die Frage, richtig. Warum war die Fracht nicht gesichert? We're going to need to shore this up and quickly gather whatever you can find while I get the equipment. Chaps, we need some help down here. Okay. I fixed it, but that cargo should have been secured. Yeah. Exactly. Why wasn't it secured? Richtig. So, geht er direkt weiter. Schaden am Rumpf 1 führt zu Schaden am Rumpf 2. Ungesicherte Fracht wurde im Frachtraum herumgeschleudert. Warum war sie nicht gesichert? Wer hatte Schicht? Moment mal. Wer Schicht hat am Tag des Sturms, ist doch völlig irrelevant. Die Fracht hätte von Tag 1 an gesichert sein müssen. Aber wir können auch noch mal hier auf dieses Plakat gucken. War das nicht hier irgendwo? Der Schichtplan. Wo war denn der? Ja. Wir haben ja hieraus entnommen, dass Kamar Doppelschichten hatte. Also Shift Rotation. Das heißt ja meiner Ansicht nach, in der Regel ist eine Schicht ja 8 Stunden. So. Der Tag hat 3x8 Stunden, also ist der Tag normalerweise in 3 Schichten aufgeteilt. Ja? Eine sogenannte Frühschicht, eine Tagschicht und eine Spätschicht oder eine Nachtschicht, je nachdem. So. Das heißt, wenn Kamar hier doppelt eingeteilt war, heißt es, dass er 16 Stunden am Tag gearbeitet hat. Wie lange, weiß man nicht. Ob das jetzt nur für einen Tag war. Also ich meine, für einen Tag kann man das irgendwie aushalten. Aber schön ist es nicht. Je länger dieser Zustand anhält, desto schwieriger wird man natürlich dort irgendwie... Oder desto schwieriger hat man es, seine Pflichten zu erfüllen. Weil da bleibt ja nach 16 Stunden Arbeit nicht mehr viel vom Tag übrig. Und ein paar Stunden Schlaf brauchst du auch. Was haben wir hier? Achso, das hier, das ist der Moment visualisieren, genau. Also, das ist die Frage, wie kann man das Rätsel jetzt lösen mit dieser Information? Wer hatte Schicht? Ja, höchstwahrscheinlich hatte Kamar Schicht. Hinweis auf Verantwortung. Was ist denn das hier? Verhaltensregeln. Das habe ich natürlich nicht mehr so genau im Blick, was das hier war. Ich glaube, was ich meinte mit das Kurzzeitgedächtnis ist überschrieben. Also, was kann es denn sein? Der Zeitungsartikel. Also, wer hat die Verantwortung dafür, dass Kamar die Schicht hatte? Erklärung, was passiert. Das ist auch die gleiche Kategorie. Also, positiver Artikel über die Thalassa. Nein. Liebesgedicht. Nein. Artikel über Greenwood. Nein. Thomas Notizen. Fahrt unterbrochen. Schichtplan. Der Schichtplan ist natürlich richtig. Ich glaube, der kommt hier rein. Wobei, es kann natürlich auch in Schicht 1 passiert sein. Das weißt du noch gar nicht, ob das jetzt Kamar war. Aber von allen, die auf dem Schichtplan draufstehen, ist Kamar der Einzige, den wir hier irgendwie untersuchen. Ne? Das ist ein bisschen komisch. Erklärung, was passiert ist. Was ist denn passiert? Naja,
wenn das jetzt, wenn die Nacht mit der Whiskyflasche in Kmars Kabine genau die Nacht war, bevor er hier so eine Doppelschicht hatte, dann ist er natürlich auch noch schlaflos und mit Restalkohol zur Schicht gekommen. Das kann natürlich grundsätzlich möglich sein. Grundlagen des Ingenieurwesens sehe ich nicht. Verhaltensregeln sehe ich auch nicht. Diplom nicht, Längengrade nicht, Scheck nicht. Nachforschungen zu Thalassa, die Besatzungsliste von vor ein paar Jahren, auch nicht Sabotage. Jemand hat sich in Kmars Arbeit eingemischt. Könnte auch sein, was das mit Kmar zu tun hat, aber das sehe ich im Moment jetzt nicht so. Schichtplan haben wir schon. Notizen. Hier die Unterbrechung der Fahrt. Das Liebesgedicht sehe ich nicht und die Artikel auch nicht. Ich nehme mal das hier. Das ist falsch hier rechts. Das ist falsch. Ist es dann vielleicht die Sabotage? Ja. Warum ist es die Sabotage? Kmar war zuständig, beschwerte sich aber über eine... Ach so, das Rätsel geht nicht in die Richtung, dass Kmar in einem nicht arbeitstauglichen Zustand war aufgrund von Arbeitsüberlastung und Alkohol und so weiter und Schlafmangel. Das ist nicht die Argumentation, sondern es geht in die Richtung, dass er zwar zuständig war und die Sache auch im Griff hatte, aber ihm aufgefallen war, dass da jemand irgendwas tut, was er nicht tun soll. Aha, interessant. Und es geht weiter direkt. Schaden am Rumpf 2. Kmar war dafür zuständig, die Fracht zu sichern, aber er meinte, jemand habe ihn gestört. Wer? Es ist unlogisch, also mal ehrlich. Wir sind auf der Hinfahrt zum Bergungsort. Das Schiff hat eine Tauchglocke im Frachtraum. Die braucht es nur an Ort und Stelle der Bergung. Bis man an dem Bergungsort angekommen ist und dort sicher vor Anker liegt, muss doch die Bergungsglocke fest verzurrt im Frachtraum stehen. Es gibt doch überhaupt keinen Grund, die nach dem Einladen im Starthafen nicht sofort zu sichern. Es kann doch nicht irgendwann am Tag X der Reise jetzt plötzlich dann die Aufgabe von jemandem sein, ach, jetzt mal irgendwann nach 5 Tagen oder so die Tauchglocke zu sichern. Hä? Komisch. Na gut, vielleicht sehe ich auch irgendwas falsch. Also. Kmar war dafür zuständig, die Fracht zu sichern, aber er meinte, jemand habe ihn gestört. Wer? Das Apartmentfoto? Nein. Irgendjemand mit einem Manschettenkopf war hier im Frachtraum. Also, jemand habe ihn gestört und jemand sabotiert meine Arbeit, das ist ja auch irgendwie nicht das Gleiche für mich. Sabotage ist ja nur dann gut, wenn sie im Geheimen passiert. Wenn jemand vor deinen Augen deine Arbeit sabotiert, ist das ja... Das ist ja keine... Das ist, also... Das würde ich jetzt nicht als Sabotage im engeren Sinne bezeichnen. Das ist dann eher ein Angriff. Hinweis auf Arbeitskonflikt. Wer trägt denn Manschettenknöpfe? Also Hinweis auf Arbeitskonflikt. Tja. Die hier. Also geh mal den Konflikt mit Erik. War es vielleicht das? Ich finde übrigens, Kmar sieht sich hier auf diesem Bild überhaupt nicht ähnlich. Naja. Wer hat sich eingemischt? Ja, das wäre dann Erik. Oh, Erik ist auch der Typ, der Manschettenknöpfe tragen könnte. Ist aber alles falsch.
Wobei, es ist nicht alles falsch. Das ist ja hier, es passt nicht. Das heißt, es kann ja auch nur eins falsch sein. Also Anzeichen, dass noch jemand da war. Da finde ich den Chattenknopf, das muss richtig sein, weil der ja auch im Frachtraum gefunden worden war. Aber Hinweise auf Arbeitskonflikt. Aber warum, also warum sollte denn Erik Hans, warum sollte Erik Kämer vom Arbeiten abhalten? Wobei, wir können ja auch das da nehmen. Das ist auch das Gleiche. Vielleicht ist das ja jetzt richtig. Ah, das war's, okay. Das erste war eher in Richtung, dass Kämer für den Krankenfall verantwortlich sein könnte durch Schlamperei. Und das hier ist ja der eigentliche schwelende Konflikt. Also, Kämer war dafür zuständig, die Fracht zu sichern, hatte aber eine Auseinandersetzung mit Erik. Mal wieder. Also, hatte aber eine Auseinandersetzung mit Erik, was dazu führte, dass er die Arbeit nicht vollendete. Das finde ich seltsam. We need to talk. Lieta, can't you see I've got my hands full here? Fine, just listen then. I need everyone to do their job and do it properly. It's bullcrap like what you've been pulling that puts the crew at risk. I refuse to have another accident on my hands. That's rich coming from you. You're the one pushing everyone towards another accident. How dare you imply something like that? You're just trying to mask your own failures. Take your hand off me. Or what? I thought so. We're done here. Also, wenn ich die Momentvisualisierung richtig interpretiere, dann war die Tauchglocke die, die den Rumpf beschädigt hat. Jetzt können wir natürlich philosophieren. Vielleicht wurde die Tauchglocke ja während der Fahrt noch weiter geprüft weiter verbessert oder sonst was damit gemacht. Und währenddessen war sie im Frachtraum bei normalem Seegang eben ungesichert. Man hat also vorbereitende Arbeiten vielleicht an der Tauchglocke vorgenommen. Vielleicht waren ja mehrere Teile, die da zusammengefügt werden mussten. Man näherte sich dem Standort der Expedition. Deswegen hatte man die Tauchglocke im Frachtraum halt lose rumliegen. Kann man sich so fabulieren, dass das so gewesen sein könnte. Und dann musste man sich natürlich wieder festzurren, nachdem die Arbeit abgeschlossen war. Und genau das ist jetzt verhindert worden. Wollen wir es mal so interpretieren. Ne? Dass die Tauchglocke eben nicht fix und fertig und einsatzbereit im Frachtraum auf ihren Einsatzort und Zeitpunkt wartete, sondern dass es eben entsprechend auch vorbereitet und zusammengefügt werden musste. Und das ist halt passiert. Danach wurde sie nicht wieder... Übrigens müsste eine Tauchglocke unten nicht offen sein. Oder, also, ich kenne ja, also, was ist denn eine Tauchglocke? Ich kenne ja eine Tauchglocke so, dass die unten offen ist, weil du setzt die Tauchglocke irgendwo auf. Um dann trockenen Fußes auf dem Meeresgrund oder auf dem Flussgrund Arbeiten zu verrichten. Also ich habe das mal gesehen in der Dokumentation. Da gibt es so ein Tauchglockenschiff auf dem Rhein. Das hat die Aufgabe, wenn da irgendwelche Dinge auf dem Grund des Rheins liegen, beispielsweise irgendein Frachter hat was verloren, ein Container oder ein Anker oder irgendwas. Oder es ist irgendwas durch Hochwasser frei oder rangespült worden, irgendein Felsbrocken oder irgendwas. Dann können die da ihre Tauchglocke drüber stülpen. Dann können die auf dem Grund des Rheins dann dort irgendwelche Arbeiten verrichten. Zum Beispiel jetzt den verlorenen Anker dann in der Tauchglocke dann halt festbinden. Und in der Tauchglocke ist dann halt Luft und rundherum ist halt das Wasser des Rheins ein paar Meter tief. Und strömenderweise natürlich auch. Und dann wird die wieder voll Wasser gelassen und hochgezogen. Und dann mit dem Bergungsstück.
Sowas stelle ich mir unter einer Tauchglocke vor. Eine Glocke sagt ja auch, dass es unten offen sein muss. Es gibt ja keine Glocke, die unten geschlossen ist. Das wäre ja der Klangeigenschaft der Glocke nicht zuträglich. Deswegen bin ich etwas überrascht, dass die hier unten zu ist. Das ist für mich eher eine Tauchkapsel als eine Tauchglocke. Wie auch immer, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Also, nehmen wir es mal so an, dass das eine Tauchglocke wäre, wie es hier steht, und dass die vorbereitet worden ist für den Einsatz, deswegen war sie nicht festgezurrt. Und als genau das passieren sollte, macht Erik einen riesen Aufstand und Keimer stapft wütend davon. Okay. Also mal im Frachtraum, genau. Ah ja, hier, so wie das dargestellt ist, ist die Thalassa hier von sehr stark leckgeschlagen. Aber das würde ja bedeuten, dass wenn wir auf die D2 gehen, dass es da genauso ist. Gut, das wissen wir noch nicht, da waren wir noch nicht. Hier müsste natürlich auch alles zweigeteilt sein. Wenn das hier, das Dunkle, was wir hier sehen, wenn das der Felsen ist, auf dem die Thalassa aufliegt, der sich also von unten durchgebohrt hat, dann müsste hier unten natürlich auch Felsen sein. Das wissen wir aber noch nicht. Na gut, okay. So, jetzt können wir hier wieder hoch. Hier unten ist auch ein paar nichts mehr. Da oben ist eine Tür zu. Können wir die aufmachen? Nee, das war ja die. Was ist das für eine Tür? Ach, die ist ja völlig durch, die Tür. Ja, da geht nichts. Und hier geht auch nichts. So, jetzt haben wir doch offensichtlich alles gesehen, was wir hier sehen konnten. Genau. Gehen wir nochmal durch. Auf dem Sonnendeck waren wir noch gar nicht. Auf dem Gartendeck waren wir auch noch nicht. Auf dem Offiziersdeck gibt es nichts mehr, wo wir den Bolzenschneider brauchen. Auf dem Hauptdeck ebenso wenig. Auf dem Besatzungsdeck auch nicht. Wobei ich hier noch gar nicht weitergelaufen bin. Ich begebe mich mal Richtung Alex Kabine, weil hier gibt es ja noch viele Türen, die haben wir uns noch gar nicht näher angeschaut. Also hier in der Kajüte, wo die arme kleine Katze Polly ihr Lager hatte, da geht's gleich weiter. Da sind wir. Das hier ist diese Kajüte. Da rechts ist Cams Kabine, da ist Alex Kabine. Wir waren ja dann hier durchgelaufen und nicht zurückgekommen, aber hier geht's ja noch viel weiter. Was haben wir hier? Baileys Kabine, das ist dieser andere Taucher. Geht das überhaupt auf? Da kommen wir gar nicht rein, oder? Ja, die ist wahrscheinlich gar nicht weiter von Interesse, diese Kajüte. Bailey ist ja auch keine unserer Hauptfiguren, die wir irgendwie untersuchen. Für Matthias gilt genau das Gleiche. Richtig. Der andere Taucher. Levelin ebenfalls. Dürfte auch wurscht sein, ja. Okay, dann hier ist kein Durchkommen. Da geht's runter. Schlüssel oder nicht Schlüssel? Schlüssel, oder? Ja. Hier kommen übrigens Tabs nach oben. Die werden bestimmt noch von Bedeutung sein. Ach nee, das ist Thomas. Der hatte ja irgendeinen Unfall, wo ihm Jesse eine Wunde geflickt hat. Und das ist dann hier passiert. Aber wenn du so viel Blut verlierst, dass du einen kompletten, dass jeder deiner Schuhabdrücke komplett blutig ist, dann hast du ja bisher auf dem Weg hier auch schon verblutet. Gut, okay, ja, es ist, damit es jeder sieht, ist schon klar. Aber es ist trotzdem ein medizinisches Wunder. Die Toiletten sind bestimmt auch irrelevant, oder? Tatsächlich. Dann habe ich ja gar nichts gewonnen, dass ich hier nochmal lang gelaufen bin. Hier haben wir nichts mehr zu entdecken. Das bedeutet, wir müssen jetzt wirklich auf dem Offiziersdeck dadurch diesen Übergang gehen. Wo es neulich noch hieß, da gehen wir erstmal nicht lang. Oh, hier ist ein interessanter Bereich. Oh, Thomas' Kabine ist wieder interessant.
Naja, dann gucken wir uns Thomas' Kabine nochmal an. Wir machen erst alles, bevor wir hier durchgehen. Also, in Thomas' Kabine geht's gleich im Video weiter. So, da sind wir in Thomas' Kabine und hier ist irgendwas neu. Hier blitzt was. Was ist denn das? Ein Stapel Fotos. War die vorher nicht da? Oder habe ich die vorhin einfach nicht gesehen beim letzten Mal? Das ist dieser Mentor. Ja, nichts drauf. Fotos von Demis war. Ist das alles? Nee, noch gibt es noch mehr interessantes. Ach, hier oben, was sind das? Pläne. Was ist das hier? Moment mal, das ist eine ziemlich unregelmäßige Handschrift. Es hieß Demis war so eine zittrige Handschrift. Das ist ein Bauplan oder eine Skizze von der Maschine? Sachen durchgestrichen, Fragezeichen dran. Also so wirklich wissen, was getan wird, kann man hieraus nicht ablesen, huh? Wirre Pläne, genau. Das können wir aber noch nicht lösen, das Rätsel. Nachforschungen zu Kamer, das ist verbunden mit den wirren Plänen. Der Demis war erstellt, das hat nicht Kamer gemacht. Kamer war da organisierter. Und hier ist noch was Neues. Hier. Briefe. Lesen. Lieber Thomas, ich hoffe, du bist wohlauf. Wie geht es meinem alten Schiff? An manchen Tagen fühlt es sich an, als wäre ich seit Wochen fort, an anderen, als wären es Jahre. Weißt du noch, was ich dir beigebracht habe? Wissen ist die halbe Arbeit. Du musst die Motoren und ihre Klänge spüren, um sie wirklich zu kennen. Hier gibt es eine freundliche Dame, die vorbeikommt und mir Frühstück und Abendbrot bringt. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich glaube, sie hat mir Tee gemacht. Sie ist Herz und so weiter unleserlich. Und dann weiter noch, was ich dir beigebracht habe. Okay, der hat ja Demenz, oder? Dann ist alles gut. Du wirst mal ein guter Ingenieur, mein Junge. Beste Grüße, Demis war. Der hat ja wirklich schon spürbare Demenz. Wirre Briefe, ja. Aber das führt nicht dazu, dass wir ein Rätsel lösen können. Also jemanden, der das Schiff mal kannte, aber mittlerweile an Demenz leidet, dann die Motoren tunen zu lassen, ist auch echt eine Glanzleistung gewesen. Nun gut, ich werde jetzt versuchen, dort hinten hinzukommen, an diesen Bereich. Den gucken wir uns noch an, zumindest den Einstieg. Und da an dieser Stelle, wo ich gerade mit der Maus wische, da geht es für euch im Video gleich weiter. So, da sind wir jetzt. Wir sind jetzt hier drüber gelaufen. Da ist überhaupt nichts mehr gesagt worden von Bailey. Ach übrigens, Bailey war natürlich nicht der andere Taucher, was ich vorhin erzählt habe. Bailey ist natürlich oben unser Gefährte, logisch. Er ist der Tauchsupporter. Die anderen beiden, Matthias und Levelin, die waren andere Taucher, die sind nicht relevant. Und Bailey ist nicht relevant, weil der war ja gar nicht dabei. Ne? So, Broken Deck Path. Wir könnten uns da vielleicht am Rand lang schummeln, um die Treppe hoch zu passieren. Wisst ihr, was ich meine? Und was anderes wird uns ja auch nicht übrig bleiben. Ja. Ey, mach jetzt keinen Scheiß, Cam, ja? Ja, so würde ich es auch machen.
Ich kann übrigens nicht steuern. Das geht alles automatisch gerade hier. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ah, jetzt sind wir auf dem... Was? Ah, da! Da ist der andere Taucher tatsächlich. Und Bailey sagt, oben sind aber keine anderen Schiffe. Das wurde auch in den Kommentaren schon bemerkt und die Theorie ersonnen, dass wenn das hier keine Halluzination ist, dass der andere Taucher mit einem Unterseeboot natürlich sehr wohl hier auf dem Wrack oder am Wrack aktiv sein könnte. Und das Unterseeboot ist hinter irgendeinem Felsen geparkt, das können wir nicht sehen. Na, möglicherweise ist das so. Jetzt sind wir hier auf dem Gartendeck zum allerersten Mal. Da gibt es viel zu entdecken. Wir machen noch ein bisschen was in der Episode. Wir gehen erstmal unten rum. Was ist das hier? Geht das, führt das irgendwo hin? Nee, diese Tür ist offensichtlich von der verschlossenen Art. Da unten sind wir gewesen, genau. Hier geht's nicht weiter. Wir sind jetzt auch schon außerhalb des Bereichs, der hier gekennzeichnet ist. Aha. Naja, gut, dann gehen wir wieder zurück in die Spielwelt. Wir können ja jetzt nur... In den Garten können wir nicht rein. Weil genau hier dieses Ding liegt. Na, es geht nicht. Also können wir ja nur die Treppe hoch. Und dann sind wir... Sogar auf dem Sonnendeck, auf dem höchstgelegenen Deck sind wir jetzt. Da waren wir auch noch nicht. Ah ja, hier ist das Steuer. So. Naja, hier war Hansens Arbeitsplatz. Okay, ja, hier finden wir bestimmt noch einiges. Wir machen mal noch ein bisschen was. Karten. Lesen. Am 27.06. bis 29.06., also das war ja der Start, 18 Knoten. Das ist die Geschwindigkeit. Dann 10 Knoten, dann 23 Knoten und dann Stillstand ab dem 3.7. Aha. Ja. Interessant. Sehr stark schwankende Geschwindigkeit, obwohl jetzt das Wetter, Strömungen, Winde dergleichen jetzt nicht dafür nicht Verursacher sein können, soweit wir wissen. Ein Sextant. Hallo, nimm. Ist das ein Hinweis? Ne, ist nur Fluff. Hier. Bordbuch. Lesen. 3. Juli, 14 Uhr. Wir sind ausgeliefert. Unleserlich über uns. Aha. Wir sind ausgeliefert? Der Sturmfront vielleicht. Wir können es lösen, das Rätsel.
Was meinte Hans mit ausgeliefert? Was war los? Die Sturmfront? Ursache für Verwundbarkeit? Bedeutung von ausgeliefert. Das können nur die Karten des Kapitäns sein. Aber halt mitten auf hoher See waren. Genau. Wenn man auch in der Nähe von irgendwelchen Inseln ist, dann können Rettungsboote was bringen, beziehungsweise das ist vielleicht auch mehr Schiffsverkehr. Aber die waren ja wirklich mitten auf dem Atlantik. Deswegen ist ausgeliefert. Und Ursache für die Verwundbarkeit. Hans ging es nicht gut? Nee. Finanzielle Schwierigkeiten? Nein. Isabel verhält sich seltsam? Nein. Undokumentierte Motorarbeiten? Vielleicht. Aufgebracht wegen Liebschaft? Nein. Marias Diebstahl? Nein. Nein. Bilder Passagier? Nein. Zweifel an Kompetenz? Vielleicht. Thomas schwer verletzt? Stimmt, der war ja auch irgendwie verletzt. Es können verschiedene Sachen sein. Thomas war verletzt. Ist das das Problem? Nein. Ist das Problem, dass es heimliche Motorarbeiten gab? Ja. Eine plötzliche Sturmfront war im Anmarsch und die Motoren waren komplett ausgefallen. Das unbekannte mechanische Problem führte schließlich zum Motorausfall, als sie versuchten, mit voller Geschwindigkeit zu fahren. Sie waren manövrierunfähig und die Sturmfront rückte näher. 30 Rätsel gelöst. The last thing to try then. All right, but I doubt it's this. Yeah, I know. Could you hand me the wrench? Thanks. Nothing. What do we do? That storm will be on top of us soon. If it's not here, then... I'll get my other schematics. And I'll get us some more coffee. Yeah, good idea. Das unbekannte mechanische Problem führte schließlich zum Motorausfall, als sie versuchten, mit voller Geschwindigkeit zu fahren. Sie waren manövrierunfähig und die Sturmfront rückte Sturmfront. This is where valuing money more than people, cutting corners gets you. No, it's not that. I can't be the cause, the engine stalling. Ja, dass wir minderwertiges Material im Einsatz hätten, das wissen wir noch gar nicht. Das ist ja nur so ein Verdacht, der sich bisher nicht bestätigt hat. Also, Alex, keine voreiligen Schlussfolgerungen, auch wenn du vielleicht Isabel auf dem Kieker hast. So, wir haben hier bestimmt noch mehr zu entdecken. Die Brücke ist noch groß, aber die Episode ist allmählich üppig. Ich sag mal, wir machen hier Schluss und weiter auf der Brücke schauen wir uns um im nächsten Teil. Bis dahin!